Fragwürdige Wunde. Jesus stand von seinem Stein auf, auf dem er sich abgestützt hatte, und tastete sich durch das Dunkel zu der Stelle, wo er seine drei zurückgelassenen Fischer vermutete. Das laute Schnarchen aus dem Dunkel erleichterte ihm seine Suche. Als er vor den Schlafenden stand, sagte er zu sich: Hab ich mir's doch gedacht. Keine zwei Augenblicke lang können die ihre schweren Lieder offen halten. Nicht einmal in dieser entscheidenden Nacht, wo es um mein Blut geht, stehen die mir bei. Nun muss ich diese Sache eben allein mit meinem Vater ausfechten. Jesus tastete sich wieder zu seinem Klagestein hinter dem dicken Olivenbaum zurück und sank wieder auf die Knie. Denn vor Gott stehen wollte er nicht. Er wusste, in dieser Sache mit dem Kreuz würde er noch eine Weile mit Gott sachen müssen. Auf den Knien war das bequemer. Er sah zum Himmel hoch, um sich zu vergewissern, dass Gott noch da war und ihm zuhören würde, was er sonst selten tat. Denn Gebete ignorierte er meistens. Dann nahm er den abgelegten Gesprächsfaden wieder auf. Vater, verzeih diese kleine Unterbrechung. Sie schlafen, wie nicht anders zu erwarten war. Oft genug habe ich es satt, mich weiterhin mit diesen ungebildeten Jüngern herumzuschlagen. Ich will mein eigenes Leben leben. Außerdem stinken diese ehemaligen Fischer immer noch nach Fisch. Das bin ich vom reinen, geruchlosen Himmel her nicht gewohnt. Meine Jünger sind noch lange nicht reif. Sie werden meine Lehre falsch verstehen und sie völlig verdrehen. Was sagte? Warum hast du dir dann keine gescheiteren Leute ausgesucht? Der Vater, die sind schwer zu finden. Die Juden glauben schon alles zu wissen. Die wollen sich nicht zu etwas Neuem bekehren lassen. Die sind schon zu verknöchert in ihrem alten Denken. In diese alten Schläuche kann man keinen neuen Wein mehr füllen. Die sind schon viel zu voll mit ihrem alten Wein. Vater, in diesen 1,5 Jahren hatte ich keine Zeit, ein Buch zu schreiben. Nichts Schriftliches zu hinterlassen, sehen die Buchversessern und Juden als einen Mangel an. Man behauptet sogar, ich könnte weder lesen noch schreiben. Doch als Beweis, dass ich es kann, habe ich so nebenbei im Sand geschrieben. Leider hat es der Wind längst ausgelöscht. Du brauchst kein Buch zu schreiben. Mein Buch, dass ich den Propheten in die Feder diktiert habe, genügt. Für alle Zeiten? Ja. Vater, aber die Zeiten ändern sich. Doch nicht die Wahrheit. Die bleibt sich ewiglich gleich. Da habe ich meine Zweifel. Die Wahrheiten in deinem Buch mögen gültig sein für Bauern und Hirten, doch nicht für die Menschen in einer großen Stadt. Ihr habt nichts mit Weinbergen, Disteln, Saatkörnern und Fischen zu tun. Dafür gibt es die Schriftkundigen. Die werden meine Schrift so auslegen, dass diese landwirtschaftlichen Bilder auch auf die Städte passen. Und doch finde ich, dass ich meine Frohbotschaft schriftlich festlegen sollte, damit es nicht zu grassierenden Missverständnissen und falschen Auslegungen kommt. Das überlasse meinem Heiligen Geist. Er wird die Schriftausleger im rechten Geiste leiten.
Doch als weitblickender Mensch sollte ich den Menschen doch wenigstens ein paar Zeilen meiner heilsbringenden und die Welt bewegenden Botschaft hinterlassen, damit sie ihr Leben demnach einrichten können. Wenigstens in Stein gehauene Gebote. Wie paar Zeilen, die ich mit meinem Finger in den Staub geschrieben habe, hat, wie schon gesagt, der Wind längst verweht. Sand ist kein gutes Schreibmaterial. In Stein meißeln ist besser. Doch bin ich kein Steinmetz, sondern nur Zimmermann. Mein Sohn, wenn du keine Zeit hast, dein Buch selbst zu schreiben, dann diktiere es doch einem deiner Jünger. Vater, von denen kann keiner schreiben. Das sind doch ehemalige Fischer, Vater, vergiss das nicht. Zum Fischen muss man weder lesen noch schreiben können. Und die Menge der gefangenen Fische können sie an den Fingern abzählen. Vater, mit meinen angeblichen Wunden hatte ich bisher nur bei den einfachen Leuten am Land Erfolg, wo ich mich die meiste Zeit herumtreibe. Sie sind größtenteils ungebildet und daher auch unkritisch. Will man als Prophet bekannt werden, muss man gewisse Wunder tun, sonst hat man keinen Zulauf vom Volk und predigt in den Wind. Man soll Kranke heilen können, Tote zum Leben erwecken, Brote vermehren und Dämonen besiegen können. Doch all das schreibt man auch dem Herakles und dem Dionysos zu. Mit derartigen Wundern, die auch andere können, soll ich meine Lehre beweisen? Die Wunder der anderen sind falsche Wunder. Und die meinen? Ha, sind echt. Weiber und niedriges Volk muss man durch Wunder zur Gottesfurcht zwingen. Vater, auch andere tun Wunder. Und einige tun sie sogar in meinem Namen, obgleich ich nichts davon weiß. Also hänge diese Wunder nicht von mir ab. Sonst kann bald ein Wunder wirken. Er muss nur Scharlatan genug sein. Ich habe meine Jünger aufgefordert, zu lernen, wie man Kranke heilt. Doch bisher konnte noch keiner von ihnen einen einzigen Kranken gesund machen. Nicht einmal einen einfachen Schnupfen oder ein brummendes Kopfweh können sie mit Handauflegen vertreiben. Vom Aufwecken von Toten, keine Rede, die schaffen das nicht. Was sollen die sich auch um Kranke kümmern? Wir brauchen Gläubige, das genügt. Ich habe bisher nur hier und da einen einzelnen Kranken geheilt, doch nie eine größere Anzahl Kranker von ihrem Elend befreit. Heilte ich einen, zog ich mich danach gleich in die Wüste zurück und betete. Inzwischen habe ich eingesehen, dass mein Beten die Kranken nicht gesund macht. Statt ausgiebig zu beten, sollte ich besser jeden Tag ein paar Stündchen heilen. Doch um ehrlich zu sein, wenn man mir Menschen mit unheilbaren Krankheiten bringt, flüchte ich vor der Menge, weil ich weiß, dass ich die nicht heilen kann, weil du diese Krankheiten unheilbar gemacht hast. Mein Sohn, ich will dir eines verraten. In Wahrheit geht es gar nicht um die Heilung von Kranken oder die Auferwettung von Verstorbenen, sondern nur um den Beweis meiner Macht. Durch ein Wunder soll ich verherrlicht werden. Der Kranke ist nur ein Mittel zum Zweck. Ginge es mir wirklich um die Menschen, müsstest du Tag und Tag die Leidenden von ihrem Schmerzen befreien. Zum Beten bliebe dir dann wenig Zeit. Willst du das wollen? Nein, nein, Vater, nein. Beten ist weniger anstrengend als heilen. Und wozu auch Menschen heilen, wenn sie dann ja doch sterben müssen?
ob gesund oder krank, ist gleichgültig. Die Kranken sterben wie die Gesunden. Epileptiker vor staunendem Publikum zu heilen, das ist für mich die leichteste Nummer. Ich brauche den Besessenen nur anzuschreien, du tauber Geist, ich gebiete dir, fahre von ihm aus und fahre nicht mehr in ihn hinein. Inzwischen weiß ich, dass ein epileptischer Anfall nicht sehr lange dauert. Der Kranke beruhigt sich bald und scheint danach wieder weitgehend normal. Da glaubt dann das staunende Volk, ich hätte den Kranken von seinem Leiden befreit. Danach aber verlasse ich schleunigst das Dorf, ehe man feststellen kann, dass die Heilung nicht von Dauer ist. Doch dann bin ich schon weit, weit weg. Mein Sohn, dennoch solltest du mehr Wunder tun. Das zieht das Volk an. Nein, warte, ich will nicht durch Wunder beweisen, dass ich der lang erwartete Messias bin. Sonst kommen die Leute nur der zu erwartenden Wunder wegen zu mir und nicht, um eine frohe Botschaft zu hören. Je mehr Wunder ich tue, umso mehr Wunder erwarten sie. Damit muss Schluss sein. Ich will diesem undankbaren Geschlecht keine Zeichen mehr geben. Wenn sie nicht Zeichen und Wunder sehen, glauben sie nicht. Doch auch nach all meinen Wundern glauben sie immer noch nicht. Sie sagen, die Wunder, die du tust, die können doch andere tun und sogar besser. Wasser in Wein hast du nur einmal verwandelt. Jetzt lässt du dir den Wein schenken, statt ihn aus Wasser selbst zu machen. Ich will also keine Wunder mehr tun, denn selbst mit Wundern glauben sie mir nicht. Außerdem weiß ich, dass das alles keine Wunder waren, sondern reine Zufälle. Die paar Toten, die ich erweckt habe, waren gar nicht so tot, sondern schliefen nur einen Schein tot. Und die Kranken haben sich durch ihren Glauben selbst geheilt. Daran hatte ich keinen Anteil. Außerdem sind manche meiner Wunder unnötig. Auf dem Wasser wandeln? Wozu? Das brauchen die Menschen nicht. Sie haben ja Boote. Keiner von meinen Jüngern hat dieses auf dem Wasser gehen jemals gemeistert. Nicht einmal der Petrus. Der ist ja auch als Fels viel zu schwer dazu. Auch nachdem sein Glaube später etwas größer war, hat er es nicht geschafft. Und so ließ ich es bleiben, ihnen das beizubringen. Es war auch gar nicht nötig, denn für uns stand immer ein Boot bereit, wenn wir vor der aufgebrachten Menge über den See fliehen mussten. In Wahrheit bin ich nie auf dem Wasser gewandelt, sondern meine Jünger haben mich im Nebel am Seeufer wandeln sehen. Da hielten sie mich für ein Gespenst, das auf dem Wasser gehen kann. Bei der Stillung des Sturms hatte ich die verängstigten Jünger angeherrscht. Schweigt still! Was diese auf Wind und Wellen bezogen, die sich zufällig im selben Moment etwas legten, da dachten die einfältigen Jünger, er kann sogar dem Sturm befehlen. All diese Wunder konnte ich nur auf dem Lande wirken, weil da die Menschen dümmer sind. In Jerusalem gelang mir kein Wunder. Die Gewitzten dort kennen alle Tricks der Magier und lassen sich nicht so leicht reinlegen. Und Termin, um Dämonen in Schweine fahren zu lassen, ich komme mir dabei dumm vor. Nur kleine, dumme Dämonen fürchten mich. Satan jedoch lacht über meine Wunder. Er sagte mir, du traust dich doch nur an Krankheiten, die leicht heilbar sind, weil sie nur eingebildete Krankheiten sind. Keinem Aussätzigen hast du den abgefaulten Finger wieder dran gemacht. Ich erwiderte ihm, und die Blinden, die ich wieder sehend gemacht habe?
Satan lachte, keinem fehlte ein Auge. Alle hatten noch ihre Augäpfel in den Höhlen. Der Blinde war nur im Kopf blind. Ich sagte, und die Toten, die ich auferweckt habe? Die waren gar nicht so tot, sondern schliefen nur. Das hattest du doch selbst zugegeben, als man dir mitteilte, der Lazarus sei schwer krank und würde bald sterben. Da sagtest du, das ist keine Krankheit zum Tode. Vater, warum lässt du überhaupt Dämonen zu, welche die Menschen quälen, wo du doch ganz Liebe bist? Und die Krankheiten, du machst die Menschen krank und dann schickst du mich, um sie wieder zu heilen. Warum heilst du sie nicht? Oder machst sie erst gar nicht krank? Mein Sohn, ich überlasse diese Sache mir. Deine Krankheit ist eine Strafe. Eine Strafe? Wofür? Ihr Gotteslästerung und sonstige Frechheit mir gegenüber. Du könntest ihnen ja diese Kleinigkeiten verzeihen, statt sie mit Krankheiten zu schlagen. Das ist meine Sache. Manche lasse ich nach langer Krankheit genesen. Dann sind sie heilfroh und danken mir für den Rest ihres Lebens. Du allein bist für die Krankheiten verantwortlich, die ich dann heilen soll. Warum vernichtest du nicht die Krankheitserreger? Das würde mir das ungewisse Heilen ersparen. Wie gesagt, die Krankheiten schicke ich als Strafe. Also können sie demzufolge auch nur von dir wieder genommen werden. Als Strafe soll ein Mensch an einer Krankheit leiden. Wenn ich nun diese von dir geschickte Krankheit zu heilen versuche, frevle ich demnach gegen deinen göttlichen Willen. Da wirst du sicher zornig. Wozu soll ich dann heilen, wenn die Krankheit von dir gewollt ist? Wenn die Menschen mir nicht gehorchen, will ich sie heimsuchen mit Auszehrung und Fieber. Vater, ich hatte den großen Fehler gemacht und den Menschen versprochen, der Glaube könnte sogar Berge versetzen. Da kamen einige zu mir und baten mich, ich sollte ihnen einen Berg versetzen, der ihnen die Aussicht auf den See verstellte. Das konnte ich natürlich nicht. Nur mühsam vermochte ich mich herauszureden und sie zu überzeugen, dass auch ein Berg eine schöne Aussicht böte. Danach glotzten sie auf den Berg und vergaßen den See dahinter. In so eine knifflige Lage will ich mich nicht mehr bringen. Ich habe den Armen und Elenden versprochen, selig, die ihr jetzt hungert, denn ihr werdet satt werden. Selig, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Doch hat sich in ihrem Leben nichts geändert. Die gehungert haben, hungern immer noch. Und die da weinten, haben immer noch nichts zu lachen. Die wunderbare Brotvermehrung, die man mir zuschreibt, ist nichts als eine Übertreibung der Brotvermehrung, die man dem Tanach von Elisha zuschrieb. Dies sollte ich übertreiben, überbieten. Warum soll ich mit anderen Wundertätern in Wettstreit treten? In Wahrheit hatten die meisten Leute bei der Massenabspeisung genügend Essen bei sich gehabt. Ich hatte das von unseren Weibern mitgebrachte Essen mit meinen Jüngern geteilt und damit vorbildlich angeregt. Die anderen sollten ebenfalls ihr Essen mit denen teilen, die nicht vorgesorgt hatten. Und so wurden alle einigermaßen satt.
Ich bin ohnehin schon als Magier verschrien. Wenn ich Wunder tue, beschimpft man mich und schreit, er ist ein Scharlatan und Betrüger, er steht mit Satan im Bunde. Wenn ich Kranke heile, Tote auferwecke und eine große Menge speise, dann sagen meine Gegner, ha, es gibt andere Wundermänner, die für wenig Geld noch größere Wunder zur Schau stellen können. Sie treiben Dämonen aus, blasen Krankheiten weg, zeigen kostbare Mahlzeiten, die gar nicht wirklich vorhanden sind. Wenn diese Leute solche Dinge vollbringen können, müssen wir sie dann auch für Gottes Söhne halten? Siehst du, Vater, angebliche Wunder tun ist noch lange kein Beweis für meine Gottessohnschaft. Ich lehnte immer schon Wunder ab. Doch die Menge, sobald sie mich für einen Propheten hielt, traute mir auch Wunderkräfte zu. Und sobald man sie mir zutraute, geschahen auch Wunder, für die ich nichts kann. Aber Wunder sind doch entbehrliche Mittel, um meine Glaubensbotschaft zu vermitteln. Meinst du nicht auch, Vater? Nein, Wunder müssen sein. Sonst wird der Mensch zu vernünftig. Das gemeine Volk kann ohne Wunder nicht sein und sein nicht sein armseliges Leben ertragen. Ja, aber was ist denn mit dem Lazarus geschehen, den ich angeblich wieder ins Leben zurückgerissen habe? Weißt du etwas Näheres über sein Schicksal? Gott zierte sie zunächst. Doch dann rückte er mit der Wahrheit heraus. Er ist, wie alle Menschen, gestorben und liegt nun begraben. Wirst du ihn vom Grabe wieder auferstehen lassen? Ha, Gott wand sich doch, dank aber zu. Nein, du wirst der Erste und Einzige sein, der leibhaftig und dauerhaft von den Toten aufersteht. Warum sollte ich dann ein paar auserwählte Tote vom Tode auferwecken, wenn du sie dann doch wieder sterben lässt? Da können sie ja gleich tot bleiben. Dann haben sie die Mühen des Lebens ein für allemal hinter sich.